Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Together mit Asreiter. Ja, hallo, recht herzlich willkommen zur 11. Folge. Ja. Gut, letztes Mal hatten wir versucht oder angefangen, unser Häuslein hier zu verbreitern, ne? Da müssen wir mal, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen, oder? Ja. Wie weit war das denn draußen? Weiß ich gar nicht mehr. Da fehlt es noch komplett, ne? Gab es hier eine Tür? Ist jetzt noch nicht, oder wie? Ich muss mal gerade hier was in der Option ändern. Mhm. Weil ich habe gerade festgestellt, dass ich das 128er Texture Pack drin hatte. Das ist beim Aufnehmen etwas schlecht, dann ruckelt das so ein bisschen. Okay. Ja, jetzt mache ich gerade das 64er rein. So, jetzt ist es drin. Muss ich gucken, habe ich irgendwo noch Dingens mit Erde? Ja. Das Fleisch nehmen wir mal dahin, ne? So. So, das passt schon mal. Und habe ich noch eine Tür im Inventar gehabt? Ne, das war jetzt nur was. Ich habe auch eine. Ja, ein Gartentor? So, ne, das Gartentor meine ich. Okay, dann machen wir mal hier. Ach, hier ist noch eine Tür. Ach, okay, dann passt das ja. Ich dachte, ich hätte keine Tür dabei gehabt, aber haben wir doch. So, das heißt, wir müssen... Das Haus ist jetzt fertig, also von der Breite vorne, ne? Hier unten, also wo ich jetzt stehe, muss die Mauer einen nach hier, ne? Also das hier ist schon fertig? Ich glaube, der, ja, vorne zur Glasfront, das ist fertig. Gut, dann kann ich das hier schon mal zumachen. So. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Gut. Das muss auch weg. Oder Dirt. Dreck. Jetzt habe ich kein Holz mehr, fällt mir gerade so auf. Ich habe noch Holz. Keine Sorge. Okay. Wie viel hast du? Obwohl, Quatsch, Holz ist hier genug, ich muss es nur abbauen, ne? Da hast du recht. Ja, leider ist es so, dass wir jetzt die Fensterscheiben hier allerdings zerstören müssen, oder? Upp. Das war ich. Mich muss man nicht zerstören. So. Und jetzt einmal klack. Ist die Axt auch kaputt. Nicht mal, hat sie durchgehalten. Na, guck an. Ja, ja. Genau. Jetzt läuft mir was an Weg. Ja, ich bin schuld, ich weiß. Das war doof. Das hätte stehen bleiben können. Okay. Wo ist denn das jetzt hier? Holz da. Weißt du, ich habe über zwei Stacks in meinem Inventar. Dann höre, wo ist denn das Holz? Ja, was machen wir jetzt hier? Stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage. Ich habe eine Kiste, ich weiß gar nicht. Ach, die stand hier vorne vor die Kiste, ne, die ich im Inventar habe, ne? Oder kann das sein? Da war das der Getreide drinne, ne? Die Samen, ne? Das könnte alles sein. Ja, dann werde ich mal sagen, mache ich das jetzt wo stellen wir die Kiste hin? Hier draußen erstmal im Garten, ne, oder? Weiß ich nicht. Ja, machen wir erstmal. Hatte ich denn noch Samen dafür? Nee, aber irgendwie so eine Hacke hatte ich da drin oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich noch eine dabei? Fensterglasscheiben habe ich noch 45 bei mir im Inventar. Interessant. Und der Rest ist alles jetzt nicht von Bedeutung. Samen habe ich nicht mehr. Wie sieht's denn hier am Ofen aus? Okay, da kann was rein. Dann machen wir das doch mal. Ah, ich hätte auch umgekehrt erstmal den vollen Stack nehmen können, naja. Fenster. Achso, die muss ich erst aus dem Inventar. Scheiben hast du schon? Also ich habe auch Glasscheiben, so ist nicht. Ich glaube, ich habe dir welche gegeben, ne? Kann sein, irgendwie so war das. So, ist schon fertig? Sieht ja gut aus, oder? Die Tür hier vorne kann jetzt weg, oder was? Gehen wir durch die Glasscheibe, oder? Ja. Obwohl, nee, das ist sozusagen die Veranda. Wolltest du die Tür da lassen?
Aber da an der Ecke sieht sie natürlich nicht so dolle aus, ne? Obwohl, da ist der direkte Durchgang nach draußen dann. Können wir auch noch ändern. Dann lass uns doch... Na, aber die Fensterreihe hier jetzt ändern ist ja auch doof, oder? Weiß ich auch noch nicht. Oder wir machen sie... Nee, lass mal erstmal so, ne? Unser Schlafzimmer oder Schlafraum, da den Durchgang machen, wo du jetzt baust. Früh sagen. Ja, genau. Oder wir machen, warte, nicht jetzt nichts mehr machen. Wir machen hier. Doch, hier übers Bett, da hier, nee, hier würde ich sie machen. Hier. Da machen wir einen Ein- und Ausgang. Ach, direkt durchs Schlafzimmer ist auch doof, ne? Oder? Ich mache jetzt auf jeden Fall hier erstmal. Ich weiß es nicht, ne? Ja, schwierig. Also ich bin auf jeden Fall erstmal dafür, dass wir diese Tür hier ganz vorne weg machen. Gut. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Werkzeuge machen, oder? Nee. Erstmal das und dann... So, jetzt ist die Tür dahin gekommen. Passt, ne? Ja. Jetzt haben wir aber keinen Vorgarten. Das ist ein direkter Ausgang nach draußen. Ist das schlimm? Eigentlich nicht. Nein. Wir brauchen noch eine Druckplatte, denke ich mal. Wie sieht's denn mit Holz aus? Holz ist hier irgendwo in der Kiste wahrscheinlich noch mehr, oder? Hier sind noch 5 Baumstämme drin, die können wir schon mal nehmen. Ja. Ich bin dafür, wir machen jetzt erstmal die Unterteilung hier weg. Die Tür wollte ich wegmachen. Nicht die Unterteilung. So, jetzt habe ich 21 Holz. Und für einen Zaun brauchte man Stickies, oder wie war das, ne? Aber ich glaube, in der 1.8 war irgendwas anders geworden, das weiß ich noch. Aha. Gucken wir erstmal, ob das ein Zaun wird. 2 untere Reihen waren Zaun eigentlich, oder? Ja. Macht er nicht. Dann weiß ich nicht. Oder Bretter? Nee. Habe ich nur noch. Tja. Wie funktioniert ein Zaun? Hat sich da wirklich was geändert? Ich glaube schon. Ich hab's. Wie denn? Außen, also so wie sonst ein Zaun machst. In der Mitte 2 Stickies. Und an den Seiten rechts und links Holzplanken. Also die Holzplanke wird jetzt zum Pfahl sozusagen, ne? Und dazwischen Stöcke. Genau. Okay, das war vorher anders, oder? Ja. Oh, Sonnenuntergang. Sonne ist weg. Vielleicht sollten wir schlafen. Dann mache ich hier gerade noch ein paar Fenster rein. Gut. Da sind wir wieder aufgestanden. Und ich brauche dann Holz, glaube ich. Oh. Genau, das ist das Schlauste, was man machen kann. Gras in der Hand haben und dann rausgehen. Das macht total dann erstmal das Gras. Glas. Nicht Gras. Also. Hä? Die Tür ging jetzt interessanterweise. War das schon immer so, dass die Tür immer in der Richtung entgegengesetzt aufgeht? Oder ist es auch geändert? Nein. Gegengesetzt. Wenn du reinkommst, wenn du vor die Tür gehst und die Tür aufmachst, dieses Gartentor aufmachst, dann geht das Gartentür nach außen auf. Kommst du von außen und machst die Tür auf, siehst du, jetzt dreh dich mal um und dann geht's andersrum. Das war sonst nicht, oder? Doch. Echt? Das ist schon ewig so. Na, so kann man sich vertun, alles klar. So, hier sind schicke Bäume und die müssen jetzt erstmal runter. Wir brauchen Holz, oder? Ja, ich bin auch gerade am Holzfällen gewesen. Einen habe ich schon. Noch ein bisschen mehr. Bumm. Wie, was war dann? Creeper oder was? Ich habe mich hinter dich gestellt. Oh, meine Axt ist kaputt gegangen.
Was macht denn das pinke Schaf hier draußen? Ein pinkes Schaf haben wir? Ja, das war hier gerade. Hab das jetzt gerade schon mal geschoren. Zombies. Ich höre Zombies. Du hörst Zombies. Ich dachte erst, haben die, sind die Schweine jetzt pinker geworden? Dann, nein, das ist ein Schaf. Ich so, okay. Dann ist es halt ein Schaf. Die sind irgendwo unter mir. Okay. Aber ich buddel jetzt nicht für die. Stickies habe ich genug. Wie kriegen wir denn da Holz raus? Reichlich, ne? Genau, dann habe ich erstmal wieder Holz. So, jetzt muss ich 2, 4 Holz setzen, oder was? Ach. Tatsächlich. Was? Aber dafür gibt's 3 Zäune, das war, glaube ich, sonst nicht so, ne? Oder? Kann das, ach nee, warte mal, die 3 Zäune resultieren doch aus einfach, ne? Ich glaube, ja. Das ist auch anders geworden dann. Nee, also früher waren es auch mal 3. Waren das auch 3? Glaub schon. Oh, ich habe sogar eine neue Nahrungsquelle gerade entdeckt. Aha. Das sind Pilze. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Dann werde ich mir mal gerade eine Axt machen. Nee, das kann man nicht essen. Das war falsch, das ist richtig. So. Und der Sticky muss noch weg. Ist hier noch alles in Ordnung? Da ist noch Kohle, die kann ich da reinlegen. Und wo ist das andere Eisen? Ich habe doch 2 Stacks da. Ich mache da keine Pilze raus. Fertig. Jetzt habe ich erstmal eine Axt. Aber jetzt brauche ich keine Axt, jetzt brauche ich erstmal eine Garten. Ach, das ist die falsche Tür, okay. Ah. Oh. Ich dachte, da kommt man Pilze raus. Mhm. So. Doch, jetzt kriege ich welche. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ach, da drüben geht der Zaun ja noch weiter, nicht nur bis zum Haus, okay. Tja. Okay, das hat sich jetzt ergeben, dass der Zaun da lang gehen muss. Passt. Jetzt haben wir einen. Ich habe jetzt gerade 16 Pilze. 10 Zaunteile habe ich noch. Wie viel brauchen wir hierfür? 1, 2, 3, 4. Gut, dann machen wir da die Kurve hin. Okay, das ist schon wieder falsch. So, das reicht aber erstmal. Ach so. Zack. Ja, hier brauche ich schon mal was Schleusentechnisches hin, ne? So, jetzt ist alle, da brauchen wir noch. Ja, da kann man da einen Zaun hinmachen, da ein Tor hinmachen und da ein Tor hinmachen, dann muss das gehen. Naja, jetzt müssen wir nur noch ein Tor haben, ne? Ich habe noch einen Pilz rausbekommen. Wie war das Tor? Das ist eine gute Frage. Das Tor ist umgekehrt. 2 Bretter in der Mitte und, Also das ist so geblieben. Das ist wohl so geblieben, ja. Na komm, da unten hin dann. Ah. So, ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Hoffentlich ist das auch die richtige Richtung. Okay, das funktioniert dann. Mhm. Ja, da vorne bist du. Erleichterung. Ja, du hast das zu Hause gefunden. Ohne so. Was zu essen. Gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Bäume pflanzen, oder? Okay.
Jetzt will ich nochmal ausprobieren, ob das geht. Geht's hier runter? Ach nee, das ist nur. So, ich ein kann Loch. Hier steigen. Wie kann man denn Pilze setzen? Müsste man doch. Darauf? Nein. Ich weiß nicht, wie man Pilze setzt. Ist noch ein bisschen Erde dabei? Machen wir gerade zu dann. Das war's, mehr habe ich nicht. Ist noch ein Loch da oder nicht? Nein, einer fehlt. Komm, den einen können wir uns leisten, indem wir da mal einen Stein hinsetzen, oder? Damit wir da nicht reinfallen. Okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass die Folge auch langsam vorbei ist. Okay, haben wir schon wieder so viel Zeit verbraucht? Ja, schon ja, 16 Minuten. Gut, okay. Wir müssen noch Druckplatten haben, damit die Türen automatisch zugehen, wenn man reingeht, ne? Wie sieht's hier aus? Da ist es noch 28 im Ofen. Eisen. Brauchst du Eisen oder hast du genug? Ich habe jetzt erstmal genug gehabt schon. Okay. So, jetzt kann man hier lang gehen. Zack. Okay. Maus muss man zwar drücken. Wo muss man drücken? Ja, von außen, hier. Wenn man hier ist, muss man einmal aufmachen, aber. Ach so, das meinst du drücken, alles klar. Und man kann hier zwei Türen auf einmal. Gut, haben wir's. Ja, und mir geht gerade die Tür vor der Nase zu, ne? Okay, haben wir's erst wieder, okay. Ja, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann.